Servus und hallo, liebe Grill- und Kochbegeisterte. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge Die Frau am Grill. Hier ist wieder eure Anja und heute gibt es eine Weltneuheit. Und zwar einen sommerlichen Surf and Turf Eintopf. Sommerlich deswegen, weil er aus leichten Zutaten besteht. Also ich habe ihn leicht konzipiert. Den gibt es noch gar nicht nirgends. Ich habe auf Google geschaut, ich habe auf YouTube geschaut. Also wirklich eine Premiere heute. Ja, und eigentlich habe ich euch ja eine Kartoffelbeilage versprochen im letzten Video. Ich blende euch mal diese tolle, geniale Beilage, vielseitig verwendbar ein. Die gibt es dann beim nächsten Mal, weil ich musste jetzt dieses Gericht unbedingt dazwischen schalten und das euch zeigen. Und wie das gelingt und wie ich darauf gekommen bin, das erfahrt ihr jetzt im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Was bedeutet denn eigentlich Surf and Turf? Also Turf heißt Rasen und bezieht sich auf die Rinder, die auf dem Rasen grasen. Und Surf bezieht sich auf Krustentiere, Garnelen und so weiter und Scampi, die eben im Meer leben. Deswegen Surf. Und im Restaurant, da bekommt ihr Surf- und Turf-Gerichte. Das sind Kombinationen eben aus Rindfleisch, aus Rindersteaks oder Rinderfilet, Roastbeef und so weiter und aus Krustentieren in Kombination wie Scampi, Hummer, Garnelen. Genau, und es gibt mittlerweile auch schon einen Surf and Turf Burger, habe ich auch gemacht, blende ich euch rechts oben ein. Genau, und jetzt schauen wir uns einmal die Zutaten für den Surf and Turf Eintopf an. Hier haben wir natürlich die Hauptdarsteller, zum einen ein Roast Beef, ganz tolles Stück Fleisch, und hier einen vorgegarten Hummer. Und dann habe ich mich natürlich für locker leichte, flockige Zutaten entschieden, die genau das Richtige für den Sommer sind. Die da wären Paprika, Erbsen, Zucchini, Knoblauch, Zwiebeln und Chili, sowie Kräuter, Salbei, Thymian und ein bisschen Frische kommt von der Zitrone. Des Weiteren benötigen wir noch stückige Tomaten und Gemüsebrühe. Gemüsebrühe habe ich deswegen gewählt, weil ich habe schon ein bisschen überlegt, nehme ich Fischfond, nehme ich Rinderfond, weil hier ja diese beiden Zutaten zusammentreffen. Aber ich habe mir gedacht, ich nehme Gemüsebrühe, weil das schwingt einfach im Hintergrund ein bisschen mit. Das stört keinen Geschmack, ja? Das übertönt nichts. Gut, ja, und jetzt würde ich sagen, ich mache das Ganze im Dutch Oven. Ich habe schon alles vorbereitet, die Briketts glühen bereits und ihr könnt natürlich den sommerlichen Surf and Turf Eintopf auch in der Küche am Herd zubereiten. Also auf geht's. Ich pariere jetzt ein bisschen das Fleisch zurecht, weil das ist ein bisschen sehr hart hier. Das mag ich wegschneiden. Ja, ein bisschen Fett für den Geschmack lasse ich persönlich dran. Und jetzt wird das in mundgerechte Stücke geschnitten, das Roastbeef. Werde ich dann nochmal durchschneiden. Kann man da auch billigeres Rinderfleisch hernehmen, wie Gulaschfleisch? Würde ich nicht machen, weil das ist ein ganz flottes Rezept. Ja. Das benötigt nur eine Garzeit von circa einer Stunde insgesamt. Also da würde ich nicht auf Schmorfleisch setzen. Und außerdem, Surf and Turf beinhaltet eigentlich schon Steaks, ja, Kurzbratstücke. Das Sonnenblumenöl ist heiß und jetzt legen wir los. Ich nehme diese Abschnitte auch noch für den Geschmack mit rein und brate die auch noch ein bisschen an. Also schön scharf von allen Seiten ein bisschen anbraten. Hinzu kommen Zwiebeln, Knoblauch und Chili. Und die lasse ich ebenfalls ein bisschen Röstung annehmen. Das duftet schon wieder so gut. So, jetzt kommt das Gemüse. Zuerst die Paprika. Jetzt wird es richtig bunt. So, dann fehlen noch die Erbsen. Und die Zucchini. Ich gebe noch einen Spritzer Zitronensaft dazu. Das macht das Ganze noch erfrischender. Die Säure macht sich auch gut. Und gleich sind wir fast am Ende. Ich gebe noch passierte Tomaten hinein. Stückige, Madame. Stückige. Stückige Tomaten, genau.
Ihr könntet aber auch rein theoretisch passierte Tomaten verwenden. Die rühre ich auch noch ein bisschen unter. Das würde ja fast der Ratatouille. Fast, ja. Sehr schön. Ihr könnt dieses Gericht übrigens auch lauwarm genießen. Also, dann ist es noch perfekter für den Sommer. Und hier gebe ich noch Gemüsebrühe abschließend dazu. Ich lege hier mal die Gewürze noch rein, die ich mir hier aus dem Garten geholt habe. Und zwar Salbei und Thymian. Thymian passt wunderbar sowohl zum Rindfleisch als auch hernach zum Hummer. Und die Salbeiblätter ebenso. Gewürzt wird später mit Salz und Pfeffer. Das mache ich, bevor ich den Hummer reinlege. Weil der Hummer, der ist ja schon vorgegart, der wird dann einfach nur erhitzt. Jetzt lege ich mal den Deckel auf und dann lasst mir das circa eine Dreiviertelstunde dahin köcheln. Dann kann ich da hinten mit meinem Grill weiter operieren, mit meinem Gerät. Natürlich. Ach ja, ich erzähle euch jetzt einfach noch, wie es überhaupt zu dem Gericht gekommen ist, weil der Kameramann hat mich eh gerade aufmerksam gemacht auf mein Outfit. Weil das ist ja Surf and Turf Outfit, also blaue Hose und grünes Oberteil, Surf and Turf, ja, ist ganz witzig. Also ich bin auf jeden Fall drauf gekommen, weil es ja Sommer ist, hier hat es wirklich gefühlte 35 Grad manchmal, das ist echt Wahnsinn, da scheint die Sonne gegen Abend richtig nochmal her. Und der Kameramann wollte ein schönes Abendessen, hat an Surf and Turf Burger gedacht. Und ich habe mir gedacht, naja, da ist ein bisschen schweres Brötchen dabei, das ist nicht so gut verträglich für den lieben Kameramann. Und die Pommes noch dazu. Und die Pommes noch dazu, das muss nicht sein. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht mal ein leichtes sommerliches Dutch-Ofen-Gericht draus zubereiten. Und so ist die Idee zum Surf and Turf Eintopf entstanden. Ich hoffe, die Idee gefällt euch. Wenn ihr noch Abwandlungen habt, schreibt mir das gerne in die Kommentare hinein. Vielleicht fällt euch noch ein bisschen was ein dazu. Also da kann man ja gern noch ein anderes Rezept dann zusammenstellen. Ja, und jetzt warten wir mal, bis das Ganze soweit durchgeköchelt ist und dann kommt der Hummer schon ins Spiel. So, nach 45 Minuten wird mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt und das machen wir jetzt. Das sieht doch herrlich aus, oder? Kameramann, hast du schon Lust drauf, oder? Es riecht überragend. Und so bunt und eigentlich bräuchte man den Hummer Wahnsinn. Gar nicht mehr. Ja. Den könnte ich so als Vorspeise snacken. Genau. Gut, Salz und Pfeffer kann man dann auch noch mit an den Tisch stellen, das ist klar. Ich würde es jetzt ein bisschen noch... Die Kräuter nehmt ihr dann raus, auch das Fett, das ihr vorher vielleicht, wenn ihr es auch macht, mit angebraten habt. Jetzt kommt dieser schöne Hummer hier hinein und wird einfach noch erhitzt. So. Wenn ihr dieses Gericht zubereitet, dann solltet ihr euch natürlich auch mit diesem Hummerbesteck, mit diesen Hummerzangen ausstatten, weil sonst könnt ihr den Panzer gar nicht knacken. Aber es geht ganz einfach wie Nüsse knacken, so ähnlich. Ja, einfach knacken und dann genießen. Und ich werde jetzt nach dieser Viertelstunde natürlich für euch noch kosten und dann hoffe ich, dass ihr das Gericht auch mal ausprobiert. So, nach 15 Minuten ist der Hummer auch soweit und jetzt wird mal probiert. Da habe ich mir schon ein schönes Schüsselchen einmal nur einfach zum Kosten probiert. Moment, da brauche ich ja Fleisch. Zum Kosten probiert. Zum Kosten geholt. Ich bin schon ganz nervös. So. Wunderbar, jetzt schaue ich mir mal das Fleisch an. Sehr schön mundgerechte Stücke, wunderbar. Herrlich erfrischend. Bisschen Schärfe. Also das schmeckt so richtig sommerlich. Und wir freuen uns jetzt dann, das in Kombination mit dem Hummer zu genießen. Also das Fleisch ist auch wunderbar zart. Also Roastbeef, tolle Qualität, super Eintopf. Also ich empfehle euch, den unbedingt einmal nachzumachen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, wie er euch geschmeckt hat. Schreibt mir immer so fleißig rein, das freut mich sehr. Und jetzt bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Blend euch noch was zum Abonnieren ein, damit ihr meine Rezepte nicht verpasst, wenn ich wieder was rausbringe und am Start bin. Und jetzt macht's gut. Bis zum nächsten Mal, eure Anja. Herrlich. So, Tisch decken, oder? Boah, ich wieder.